Auf geht's. Wenn Sie Ihre Führungsarbeit betrachten oder wenn Sie die Führungsarbeit betrachten, die Sie selber empfangen, die Sie also selber vielleicht über sich ergehen lassen müssen oder die Sie hoffentlich auch selber ganz gut finden, aber eben in genug Fällen wahrscheinlich auch nicht, zumindest statistisch gesehen, werden Sie sagen, das ist manchmal ganz schön chaotisch. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Wie geht man damit um, wenn Führungsarbeit chaotisch wird? Wie geht man auch um mit Chaos an sich? Und derzeit tut sich einiges. Es geht runter und drüber in allen Bereichen und da können wir auch keinen ausnehmen. Einige haben das vielleicht mitbekommen. Die FIFA hat jetzt Dänemark verboten, dass man auf den T-Shirts, auf den Jerseys stehen hat, Human Rights for All. Das sei angeblich eine politische Botschaft. Nun ja, also ich nenne das gesunden Menschenverstand. Bei korrupten Verbänden wie der FIFA ist es natürlich was anderes. Und man fragt sich hier vor allen Dingen nach dem gesamten Debakel mit Katar. Und natürlich, wenn man vernünftig ist, boykottiert man die WM in Katar. Fragt man sich, wie schlimm soll es eigentlich noch werden? Das ist aber in einer freien Wirtschaft nicht anders, wenn wir jetzt FIFA mal so ins Verbandswesen stellen. Fehlverhalten in der freien Wirtschaft haben wir am laufenden Meter und auch immer wieder wiederholt. Wir hatten KPMG mehrfach, wir hatten Ernst & Young. Es gibt jetzt ein neues Buch zu McKinsey, das heißt When McKinsey Comes to Town, wo über McKinsey geschrieben wird. Und wenn wir jetzt schauen, Elon Musk, über den wir erst letzte Woche gesprochen haben, bei Twitter geht derzeit alles drunter und drüber. Mittlerweile kann man sich für $8 also diesen blauen Verifizierungshaken kaufen. Und es kam die zu erwartende Katastrophe. Es gab, also dann konnten, Jesus Christus wurde verifiziert. Hey, also immerhin scheint es ihn ja dann entsprechend auf Twitter zu geben. Also die Rückkehr von Jesus Christus ist dann online passiert. Nun denn, sei das mal dahingestellt. Also Jesus Christus wurde verifiziert. Und es ging sogar so weit, also eine Riesenmenge von Fake-Accounts, von unechten Konten hat auf Twitter den blauen Verifizierungshaken bekommen. Das hat sogar dann massiven Schaden auch an manchen Stellen verursacht. Also der Pharmakonzern Eli Lilly, da hat jemand mit einem gefakten Account, also mit einem unechten Account, der aber verifiziert wurde als der Konzern-Account, gesagt, wir geben ab jetzt als Pharmakonzern Insulin kostenlos ab. Also Insulin ist ab jetzt kostenlos, woraufhin der Börsenkurs massiv absackte. Das ist also Chaos in einer ganz hohen Form. An anderen Stellen gibt man sich selbstkritisch, zeigt aber auch dort das Chaos. Bei Böhmermann, einem, wenn jemand das kennt, das Neo-Magazin Royal auf ZDF Neo, da hat er ganz klar gezeigt, was im öffentlichen Rundfunk falsch läuft. Und das, obwohl er selber mit dazugehört. Also er sagte auch ganz klar, er ist Kind des öffentlichen Rundfunks, aber es bedarf einer Reform. Und jetzt müssen wir schauen, woran liegt es und vor allen Dingen, wie kann man es besser machen? Denn eins ist erstmal klar, Chaos bedeutet Verantwortung und Chaos bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen aber erstmal klar machen, was ist Chaos eigentlich? Wenn wir uns mal anschauen, stellen Sie sich vor, wir haben so einen Graphen, also auf den verschiedenen Achsen haben wir einmal, wie nah sind wir an einer Zusammenstimmung, also wie nah sind wir daran, dass wir uns gegenseitig entsprechend zustimmen, wie weit sind wir aber auch daran, dass wir Gewissenheit haben, dass wir gewissenhaft sagen können, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Und deswegen ist eine Sache ganz entscheidend hier. Also wenn Sie sich das mal vorstellen, zum Beispiel auf der X-Achse, also der Waagerechten, haben wir zum Beispiel, entweder sind wir sehr nah bei einer Sicherheit oder eben weit entfernt. Auf der Y-Achse und so mit der senkrechten Achse haben wir, sind entweder sehr nah bei einer Übereinkunft oder weit davon entfernt. Wenn wir also jetzt mal sagen würden, wir sind sehr nah an einer Sicherheit und sehr nah an einer Übereinstimmung, also wenn jemand zum Beispiel sagt, die Sonne scheint gelb, da würde man tendenziell dann zustimmen, wenn man einigermaßen vom Menschenverstand ist, dann haben wir den Faktor, den nennt man simple, also einfach, eine einfache Tatsache. Wenn wir uns jetzt leicht davon wegbewegen, dann kommen zwei verschiedene Faktoren, nämlich kompliziert und komplex, also complicated und complex. Und das müssen wir jetzt ganz klar unterscheiden. Wenn wir also weggehen von simpel, weil es wird oft verwechselt, was liegt es als erstes an? Also was ist der erste, was ist der zweite Schritt? Der erste Schritt ist immer kompliziert. Kompliziert heißt, wir stimmen nicht mehr so sehr überein, heißt aber auch, dass wir nicht so wirklich sicher sind, wie es ist. Aber Tatsache ist, wir können es am Ende immer mit Fakten noch überprüfen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben im Bereich Ingenieurswissenschaften noch nie was gemacht, also das heißt, Sie sind nicht im Bereich Ingenieurswissenschaften tätig, dann wissen Sie wahrscheinlich nicht, wie ein Automotor genau funktioniert. Ich übrigens weiß das auch nicht. Man kann sich aber hinsetzen und das rausfinden. Das heißt also, wir sind in der Lage, komplizierte Zusammenhänge zu verstehen, sofern wir genug Arbeit hier rein investieren.
Wenn wir jetzt weitergehen im nächsten Schritt, dann gehen wir von einfach über kompliziert zu komplex. Und komplex kann jetzt einen sehr großen Bereich einnehmen, sogar so weit, dass wir sagen, wir sind ziemlich weit entfernt von Sicherheit, ziemlich weit entfernt davon, dass wir eine Übereinstimmung haben. Denn komplex bedeutet immer eins, wir haben Faktoren, die sind jenseits unseres Einflussbereichs. Das sind also Faktoren, wo wir sagen, ja, uns ist bewusst, dass das eine Rolle spielt. Also mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind eine Firma, die hängt von der Politik ab oder von Förderung oder von beidem, dann können Sie ungefähr schätzen, wo die politische Reise vor Wahlen hingeht. Sie können es aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Und klar ist halt auch, Sie können Ihr gesamtes Geschäftsmodell nicht so schnell anpassen, dass man sagt, Wahlergebnis ist da, 24 Stunden später haben wir es umgestellt. Das heißt also, komplex ist dann schon die dritte Stufe. Und wenn wir dann in die höchste Stufe gehen, in die Stufe 4, dann wird es chaotisch. Das heißt, wir sind sehr weit entfernt von einer Übereinstimmung. Wir sind sehr weit entfernt von einer Sicherheit. Das heißt, wir müssen uns mit vielen unbekannten Dingen auch beschäftigen. Und wenn wir uns mal anschauen, das Kürzel kennen einige, die VUCA-Welt, Volatility, also das heißt die Volatilität, die Wechselhaftigkeit der Märkte zum Beispiel, Uncertainty, die Unsicherheit, man weiß eben nicht, was kommt, Complexity, das war die Stufe, die wir davor erwähnt haben, Komplexhaftigkeit, Ambiguity, Mehrdeutigkeit, Ambiguität. Wenn wir da jetzt noch weitergehen, dann kommen wir zum Bereich Chaotic, wo wir wirklich sagen, Übereinstimmung haben wir nicht und Sicherheit haben wir ebenso nicht. Und da wird es für viele Führungskräfte wirklich schwierig. Leider sehen wir meistens, dass die Führungskräfte oftmals vorher schon scheitern, selbst bei komplizierten Zusammenhängen nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Denn eins ist klar, völlig egal, auf welcher Stufe wir sind, Chaos bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Und wenn Sie jetzt sagen, wir wissen aber doch gar nicht, wie wir übereinkommen, wir wissen auch gar nicht, was das Meinungsbild ist, wir wissen auch nicht, was die garantiert richtige Lösung ist. Genau da ist der Punkt, wo Führungsarbeit beginnt. Wenn Sie Führungskraft sind, dann heißt das, dass Sie auch in extrem unsicheren Situationen, auch bei inkompletter, also unvollständiger Datenlage, auch bei völliger Ungewissheit, am Ende, wenn gesagt wird, entscheiden Sie bitte, nicht sagen, nun ja, keine Ahnung, ich mache mal lieber nichts. Denn eins ist auch klar, also wirklich annähernd jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung zu treffen. Und deswegen müssen wir ganz klar sagen, insbesondere in der jetzigen Zeit, wo wir sehr viel Chaos an verschiedensten Märkten sehen, ist es völlig egal, ob wir Verbandswesen nehmen wie die FIFA, die freie Wirtschaft, ob wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen oder ob wir das Beamtentum nehmen, völlig egal. Wir sehen Führungsversagen an allen Ecken und Enden. Denn klar ist, entscheidungsschwache Führungskräfte sind ungeeignet. Wichtig aber eben auch, die Entscheidungen, die Sie treffen, die müssen auf etwas basieren, nämlich auf Daten, auf Fakten, etwas Nachvollziehbarem, was Menschen plausibel gemacht werden kann. Wenn schon nicht zu 100% nachvollziehbar, dann zumindest plausibel. Das würde sagen, ja, das kann ich zumindest aus der Position der Führungskraft jetzt erstmal so nachvollziehen. Denn klar ist jetzt für Sie auch, wenn Sie jetzt sehen, Sie haben gerade eine chaotische Situation. Positionieren Sie sich und positionieren Sie sich eindeutig. Bekennen Sie sich auch klar für und gegen Position und Person. Sagen Sie nie einerseits, andererseits, nichts Genaues weiß man nicht, ich warte mal ab und tue lieber nichts. Das ist oftmals reiner Opportunismus. Dann werden Sie auch schnell in Mittäterschaft gesehen, wenn irgendwas falsch läuft. Also bekennen Sie sich klar für und gegen gewisse Positionen und auch für und gegen gewisse Personen, wenn notwendig. Opportunismus, wie bereits erwähnt, ist keine Option, denn es ist entscheidend, dass Sie eine Entscheidung treffen und vor allen Dingen auch die Entscheidung, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir haben in unserer Organisation gerade jede Menge Veränderungen, ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, ob ich das haben möchte. Dann müssen Sie auch die Entscheidung treffen und sagen, also treffen Sie die Entscheidung, ob Sie bleiben oder ob Sie nicht bleiben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn wenn Sie mit sich herumtragen und sagen, einerseits, aber andererseits, nichts Genaues weiß man nicht, Entscheidung treffen mache ich auch nicht, dann dürfen Sie eins nicht machen, nämlich die toxische Ausbreitung. Sie dürfen dann nicht herumnörgeln überall und Leuten sagen, das ist schlecht, alle haben keine Ahnung. Wenn Sie keine Entscheidung treffen können, wenn Sie jetzt sagen, Sie treffen eine Entscheidung und Sie bleiben, dann leben Sie damit. Wenn Sie sagen, Sie gehen, dann gehen Sie, dann verlassen Sie die Organisation. Aber was nicht geht, ist rumsitzen, rumnörgeln, toxische Ausbreitung entsprechend dann möglichst bewusst auch noch vornehmen. Und da sind auch Führungskräfte gefragt, hier sehr proaktiv und sehr früh einzugreifen. Wichtig hierzu habe ich logischerweise auch publiziert, wenn Sie gehen auf expert.nb-networks.com. Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen letzte Woche. Das mit Elon Musk und Twitter scheint ein echter Punkt geworden zu sein.
Wenn Sie jetzt weitere Informationen haben wollen, Artikel jede Woche bekommen, alles natürlich ohne Berechnung und vor allen Dingen werbefrei, 100% Inhalt, expert.nb-networks.com. Da einmal die E-Mail-Adresse eintragen, dann bekommen Sie jeden Mittwochmorgen eine E-Mail, 100% Inhalt, garantiert werbefrei, mit freiem Zugang zu allem, was publiziert wurde. Wichtig hierbei übrigens auch noch, vielen Dank wieder für die letzte Woche. Wir haben wieder eine Top-10-Platzierung bekommen. Hätte ich nicht gedacht, aber die Elon Musk-Folge ist wirklich eingeschlagen. Also wirklich, ich habe zwischen wüst pöbelnden Mails von irgendwelchen Fan-People von Elon Musk bis hin zu wirklich sachlichen Fragen hat der Podcast oder diese Folge wieder extrem viele Top-Ränge bekommen. Wir waren dieses Jahr wieder, diese Woche wieder in 6 verschiedenen Ländern in den Top 250 vertreten, bis hin zu den Top 10 in Österreich, wo wir auf Rang 9 waren. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, aber übrigens, wenn irgendjemand sagt, Mensch, der Podcast hier gefällt mir, gerne mal entweder auf Spotify gehen oder auf Apple Podcast und eine Bewertung dalassen. Würde mich freuen, wenn es gefällt, gerne eine Bewertung dalassen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte aber eine ganz konkrete Frage noch besprechen, sehr gerne. Einfach mir eine E-Mail schreiben, nb@nb-networks.com. Hat die letzten Wochen super funktioniert, jederzeit gerne. Ich freue mich da auf den Austausch. Das Wichtigste jetzt sind 3 Dinge. Punkt 1, wenn man sagt, ich möchte gerne mehr, einmal gehen auf expert.nb-networks.com, da eintragen, dann ist man voll versorgt, automatisch jede Woche und das auch noch ohne Berechnung und werbefrei, 100% Inhalte. Punkt 2, wenn es einem hier gefällt, gerne auf Spotify und Apple Podcast gehen, eine Beurteilung dalassen. Und das Dritte ist mit Abstand das Wichtigste, nämlich anwenden von dem, was man jetzt hier gehört hat. Denn nur, wenn man das anwendet, was man hier hört, dann wird man auch die Veränderung sehen in der Organisation, die man sehen möchte. Und gerade im Bereich Chaos und Unsicherheit, vor allen Dingen im Bereich Chaos gerade, ist es umso wichtiger, dass wir sehr gute Führungskräfte haben, behalten und weiterentwickeln. Ich wünsche viel Erfolg bei der Anwendung, stehe jederzeit gerne für Hilfe bereit und freue mich natürlich, das ist natürlich auch wichtig, hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. Jede Woche erreichen mich Mails, wo Leute sagen, kann man jetzt nur Fragen stellen oder kann man jetzt auch sagen, wenn wir hier was ganz Spezifisches haben? Nein, also wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir haben Seminar, Vorträge, Coaching, Consulting, Mentoring oder wir brauchen ein Projekt Interimsmanagement oder wir haben hier ein Event, können Sie das moderieren oder können Sie da sprechen? Das geht natürlich auch, aber wir können auch einfach nur über Ihre Fragen sprechen. Das ist jederzeit machbar. Zurück zur Sache, anwenden, denn das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Ich wünsche viel Erfolg bei der Anwendung der hier erwähnten Punkte, steht da für Hilfe jederzeit gerne zur Verfügung. Und zum Schluss des Podcasts bleibt mir noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit. Thank you.